Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal sind wir hier auf dem Erzdrachengipfel angekommen und ja, haben den alten Lindwurm getroffen. Und jetzt will ich doch mal gucken, wie wir den auch besiegen können. Aber als erstes will ich mir das Item da oben noch holen. Und ich glaube fast, ich habe es beim letzten Mal, also es ist beim letzten Mal gar nicht runtergefallen, wie ich dachte. Sondern ich glaube fast, dass ich das einfach übersehen habe, weil es so hell war. Und ich da das weiße Leuchten nicht gesehen habe, als ich wieder hochgegangen bin. So zumindest, als ich mir das danach nochmal angeschaut habe. So, den erledigen wir wieder schnell. Jetzt gucke ich doch mal, ob ich bei dir diesmal nicht einen Backstep hinkriege. Alter, die geben aber auch ordentlich Seelen. Ja, man sieht das ganz schlecht gegen den Hintergrund. Ach, shit. Oh! Ich glaube, ein Backstep geht bei dem gar nicht, oder? Auf jeden Fall kann er Feuer spucken. So, erstmal kurz Ausdauer ein bisschen. Und zack. Und tschüss. So muss das laufen. Und Großschild des uralten Drachen hat sich doch sogar gelohnt nochmal. Also, ich benutze zwar kein Schild, aber ich sag mal so, da steht bestimmt was Interessantes drauf. Dieser Holzschild trägt das Bild eines alten Drachen und stellt sehr langsam TP wieder her. Das exquisite Bild entstand in mühevoller Arbeit. Die Schlangenmenschen besitzen als Nachfahren der alten Drachen noch eine Spur ihrer Unsterblichkeit, sind aber tief in Ungnade gefallen. Ach so, und ich kann die Waffenfertigkeit damit einsetzen. Also die Schlangenmenschen, aber so unsterblich sind die ja gar nicht. Zumindest nicht so wie Sieve damals. Gut, der brauchte ja aber auch diese komische Scherbe, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich probiere den erstmal ganz kurz auf normalem Weg, aber ich glaube fast, dass das nicht sinnvoll ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich ehrlich bin, das ganze Gebiet wirkt einfach nicht so, als sollte man den so besiegen. Ja, nee, könnt ihr vergessen. Das ganze Gebiet wirkt viel zu aufwendig. So, passt mal auf, ich will als erstes nochmal die Glocke probieren. Komm schon. Okay, das funktioniert auch nicht. Au. Mist, diesmal trifft er mich hier. Und tschüss. Okay. Mir ist jetzt aber klar, man soll ihn nicht bekämpfen. Also beim letzten Mal war ich mir noch nicht 100% sicher, aber so wie das ganze Gebiet aufgebaut ist, muss ich ganz ehrlich sagen, erschien es mir schon logisch, dass man den nicht bekämpfen muss. Ich glaube, ich habe jetzt tausende Seelen verloren, kann das sein? Und man kann die Glocke auch nicht betätigen. Beim letzten Mal habe ich ja nur gedacht, man könnte die vielleicht irgendwie betätigen, indem man da rangeht, aber ich hatte gedacht, vielleicht kann man sie auch schlagen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal gar nicht ausprobiert, aber dem ist scheinbar alle nicht so. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes machen und ich denke, das Ziel ist tatsächlich, ich lock den erstmal hier runter, so wie ich das beim ersten Mal gemacht habe. Okay, vielleicht ist das doch nicht so gut. Warum macht er das diesmal so? Das ist echt nicht fair, mein Freund. Okay, komm mal hier runter, Junge. Kann ich ihm den Schwanz eigentlich abschlagen? Ich weiß gar nicht, ob es ein Drache ist. So, ich denke, ich muss da rüber. Dort, wo die ganzen Typen hocken. Oder ich muss hier hoch. Guck mal, da liegt noch ein Item. Eine Blitzwurme. Na gut, die sind ja anfällig für Blitz, ne? Es ist, glaube ich, eine schlechte Position. Aber der kann von mir aus erstmal die Typen da drinnen erledigen, muss ich sagen. Dagegen habe ich nichts. Das war aber nur einer von denen. Die anderen werden scheinbar nicht erwischt. Jetzt bin ich in einer ungünstigen Position, muss ich sagen. So, jetzt. Lasst mich durch, Freunde. So, ich denke, hier bin ich erstmal ein bisschen safe, oder? Nee, bin ich nicht, weil... Okay, da ist noch so einer. So, erstmal den erledigt. So, ich kann hier hoch. Okay, ich gucke erstmal um. Ich habe keine Ahnung, wie man den machen muss. Ich denke, irgendwas muss man hier machen. Oh, hallo. Jetzt kommen sie schon von oben gesprungen. Nein, Freunde. Ich denke, hier bin ich erstmal sicher vorm Drachen. Auf jeden Fall. Ich habe mir das schon gedacht.
dass man hier irgendwas Besonderes machen muss, weil hier so viele Gegner rumstehen. Das ist echt ungewöhnlich normalerweise für ein Boss-Areal, dass das so aufgebaut ist. Dass hier so viele Gegner stehen. So, ich glaube, jetzt habe ich aber endlich erstmal wirklich ein bisschen Zeit, um mir die ganze Sache anzugucken. So, da unten war auf jeden Fall noch was. Die Musik ist zwar enorm enorm extrem gerade, aber ich habe das Gefühl, ich bin richtig. Okay, nee. Also da wartet der Drache auf mich. Ich wollte den Typen da unten erledigen, um zu gucken, was da ist, aber ich glaube, da muss ich nicht lang. Alles klar, dann hier hoch. Vielleicht gibt es irgendwo einen Drachentöterbogen, wo ich habe sogar einen. Wow, da ist ja noch einer. Okay. Hey, die droppen sogar was. Also es ist echt wie ein normales Gebiet hier. Interessant. Ich darf mich, glaube ich, nicht von der Musik unruhig machen lassen. Ich muss wahrscheinlich irgendwas finden. Ich meine, jetzt kann mir der Drache nichts, wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtig agiere. Ah, schon wieder so ein Typ mit einer Großaxt. So, ganz ruhig bleiben. Da liegt ein Item. Das könnte mir helfen. Zack und zack. Titanitbrocken 2, schön, damit kann ich mein Schwert verstärken, aber ich glaube auch das wird nicht reichen, um dem auch nur ansatzweise Schaden zu machen. Blitzbolzen. Na, das wäre zumindest was, was einem Drachen schaden könnte, ne? Blitz. Da ist ja noch einer. So. Okay, wirklich ein bisschen vorsichtiger agieren, glaube ich. Eins, zwei, drei. Um hier nicht am Ende noch in irgendeine Falle zu laufen. Auf jeden Fall war da ein Estes. Das ist schon mal gut. So, von hier kam ich. Die Musik ist viel zu episch für das, was ich eigentlich gerade mache, ganz ehrlich. So, ich kann theoretisch darüber. Wo ist denn der Drache eigentlich? Kann ich den von hier abschießen? Ey gut, theoretisch ja, aber da man ja nur... Also man kann ja maximal 198 Pfeile mitnehmen. Und wenn das jetzt gerade keine 198 Drachentöter-Großpfeile sind, bezweifle ich, dass man dem ordentlich Schaden machen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, die Frage ist, wie komme ich denn da auf die andere Seite? Achso, wahrscheinlich einfach von hier. Problem ist, da stehen gleich zwei Typen und einer speit Feuer. Aber der andere kommt, das ist gar nicht so schlimm dann erstmal. Dann kümmere ich mich erstmal um den anderen. Auf jeden Fall fängt der Drache wieder an, Feuer zu speien. Das gefällt mir weniger. So, hier müsste ich vor dem Typen mit dem Feuer sicher sein. Da hoch kann man auch noch, Alter. Ja, komm mal her, du mit deiner fetten Axt. Jetzt komm doch. Was ist dein Problem, Junge? Ich glaube, der hing ein bisschen fest, hä? Epische Musik. Aber man kriegt übelst viele Seelen hier. Und das, obwohl ich nicht mal den Boss bekämpfe. Achso. Wieder Feuerspein. Und zack. Zack. Und tschüss. Oh, der lebt noch. Okay, das war nicht ganz so gut. Das passiert, wenn man plötzlich überrascht ist, dass der Gegner noch lebt, obwohl er eigentlich schon tot sein sollte. So, hepp. Und hepp. Ich habe gerade Angst, dass der Drache mich hier oben irgendwie erwischt. Oh ja, er kann mich hier erwischen. Das ist gar nicht gut. Okay, da ist eine Nebelwand. Da bin ich falsch. Ah, da ist auch eine Leiter, habe ich gerade gesehen. So, um den muss ich mich noch kümmern, sonst haut er mich von der Leiter. Das ist natürlich auch nicht das, was ich gerne will. Okay, der Drache kommt aber schon mal bis hier hoch. Ob es jetzt ein Drache oder eine Wyvern ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. So. Durch den Nebel komme ich wahrscheinlich nicht. Nein, das ist Ende vom Gebiet. Ganz ruhig, Junge. Okay.
Ach du Heilige, muss ich jetzt auch noch springen? Nee, weiter einfach. Ich kletter mal weiter nach oben. Ach, guck mal, da hinten sind meine Seelen. Oh, warte, ich glaube, ich sehe, was ich machen muss. Ich hole mir aber erstmal das Item. Jetzt bin ich ein bisschen greedy. Funkeltitanite. Ich glaube, ich sehe, was ich machen muss. Ja gut, dann kletter ich halt runter. Und hepp. Schwächekopf. Ah, okay. Und jetzt Sturzangriff. Na gut. Dann würde ich sagen, los! Was? Okay. Das war ja... Okay, aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss durch das ganze scheiß Gebiet laufen und ihn dann von oben angreifen. Wow. Das war ja heldenhaft, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich sollte einen Sturzangriff machen. Das habe ich probiert. Vielleicht, warte mal, vielleicht so einen hier. Dann komme ich einen Ticken nach vorne. Ich bin ja einen Ticken vor ihm runtergefallen. Okay, das war jetzt einfach lustig. Total episch nach oben geklettert und dann... Oh. Das Ding ist, ich muss bloß ordentlich aufpassen, dass ich nicht während des ganzen Gebiets sterbe. Das kann ja auch ganz schnell passieren, wie ich gemerkt habe. So, unter dir durch. Dann hier rüber. So, hier rüber ist der schwere Teil. Och, geil. Seinen blöden Schwanz kann er auch noch zuschlagen. So, warte mal. Du kannst aber erstmal verbrennen, ganz ehrlich, Junge. Komm, Drache. Mach was für mich. Danke. Oh, diesmal erwischt er sogar alle drei. Sehr gut. Das ist super. Das heißt nämlich, ich habe es deutlich einfacher gleich. Und rein da. Einer lebt noch, ich weiß. Aber der sei mir jetzt mal ganz ehrlich ziemlich egal. So, ich muss auf jeden Fall nach oben. So viel ist klar. So, jetzt schießt gleich der Typ von hinten. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber erstmal durch. So, jetzt kommen gleich die Typen von oben. Das wird der gefährliche Teil. Nein, nein. Alter. Wieso hat er den anderen abvisiert? Danke. Hier musst du echt ein bisschen aufpassen, glaube ich. So. Sonst fällt es dir ganz schnell runter. So, ich darf bloß nicht jetzt versuchen, zu schnell das Ganze zu machen. Sonst könnte das in die Hose gehen. Weil ich glaube, der Trick ist hier wirklich, das Ganze ganz in Ruhe zu machen, ohne greedy zu werden. Also quasi wie bei jedem Boss. Bloß hier nochmal ganz besonders. Und ich nehme auch sicherheitshalber die Typen da oben mit. Ist mir ehrlich gesagt sicherer. Ich weiß gar nicht, wie viele da oben waren. Ach, warte mal, da waren zwei, ne? Ich musste erst hier hinten rum. Ich glaube, der eine kommt schon. Ach komm, beide. Oder war es doch nur einer, der jetzt kam? Kommst du? Was stehst du jetzt da rum, Junge? Das war super. Okay. Aber wir kriegen große Titanitscherben, sehr gut. So, und der Dicke mit der Axt da noch. Sicher ist sicher, den nehme ich sicherheitshalber auch noch mit. Ich weiß nicht, ob der sonst runterfällt. Au, scheiße. Au, scheiße. Das gibt's doch überhaupt nicht. Pass mal auf, ich mache das so. Ich schneide bis zu der Stelle, bis ich wieder über dem Drachen stehe. So ein Mist. Verdammt. Also bis gleich. Ach, das war jetzt einfach nur dumm. Den Typen habe ich schon 5-mal besiegt. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt gucken wir doch mal, dass das klappt. Yes, es hat geklappt.
Und das war's scheinbar auch schon. Super, damit wäre der alte Lindwurm Geschichte. Drachenkopfstein. Okay, ein etwas seltsamer Boss, wie ich sagen muss. Huch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, bei einem Bonfire auf jeden Fall. Sehr gut. So, ich gucke mir mal ganz kurz den Drachenkopfstein an. Okay, auf jeden Fall interessant. Der ist doch bestimmt bei wichtigen Items, oder? Wo waren die denn? Da. Nee, da ist er nicht. Dann ist er bei normalen Items. Da ist er, der Drachenkopfstein. Drachenkopf erlangen, Drachenhauch verströmen. Von der Macht des ewigen Drachen erfüllter Stein, Teil des Geheimrituals des Drachenglaubens. Du erhältst einen Drachenkopf und verströmst Drachenhauch. Kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Diejenigen, die den Pfad der Drachen beschreiten, sterben nach der perfekten Imitation. Dieses Ritual stellt nur einen Schritt dar. Das können wir auch noch nicht benutzen. Ich denke mal, wir müssen erst der Covenant beitreten, ne? So. Dann mal auf. Zurück zum Feuerbandschrein und die ganzen Seelen ausgeben. Also, es war auch so ein gimmicky Boss, ne? Ein One-Hit-Opfer, mit, wenn man an der richtigen Stelle war. Ich fand's bloß ein bisschen blöd, dass man halt runterfallen, also neben ihn fallen kann. Das war irgendwie ein bisschen, naja. Plunge-Attacks war noch nie meine Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich da mal ganz ehrlich sagen, Plunge-Attacks war noch nie meine große Stärke. So, Kondition. Und zweimal Vitalität. Und dann müssten wir jetzt eigentlich genug Titanitbrocken haben, glaube ich, um nochmal zu verstärken. Das Astora-Großschwert, ich hoffe, da reichen die Seelen, die wir jetzt haben, aber ich kann mir fast denken, dass 2000 nicht reichen, oder? Nein. Doch, könnte sogar, reicht sogar tatsächlich. Astora-Großschwert auf plus 9. So, und jetzt brauchen wir... Oh, ich habe sogar eine Titanitscholle, sehr gut. Dann kann ich es gleich auf plus 10 bringen. Dann kann ich das ja gleich mal auf plus 10 bringen. Dann hauen wir uns mal noch so eine Seele rein. Ja, ist zwar ein bisschen viel, aber was soll's. Weiß gar nicht, wo ich die Scholle her habe, aber dann bringen wir es auf plus 10. Leider trotzdem nur A-Scaling. Aber okay. Wir könnten natürlich mal gucken. Was ist denn, wenn ich daraus wieder ein normales Schwert mache? Wie stark ist denn das dann? Also momentan ist, ja, also momentan hat es halt einfach 443 und normal. Ja, da muss ich kurz gucken, gealterter habe ich einfach nicht. Beichtstein da und normal hätte es, ...430, also es ist nicht so viel Unterschied, aber okay. Wir lassen das mal so, wie es ist. Ist tatsächlich nicht so viel Unterschied, wie ich ehrlich gesagt gedacht hätte, obwohl das von einem A... Wir haben aber gerade keine Seele bekommen, ne? Obwohl das ein A-Scaling und ein C-Scaling ist. Also so viel Unterschied scheint das gar nicht zu machen. Wahrscheinlich, weil wenn ich das wieder zurückmache, ist auch ein bisschen geschick-scaled, ne? Das ist wahrscheinlich einfach das Problem. Weswegen das gar nicht so gut scaled, wie ich das gerne hätte. So, dann gucken wir mal. Dann können wir jetzt wahrscheinlich dieses große Ritual durchführen, vermute ich mal. Wäre zumindest das, was ich jetzt denke. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gestört, dass ich mehrfach gestorben bin bei diesem Typen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich führe jetzt hier ein tolles Ritual aus. Oh Gott, wer kommt denn jetzt? Wer bist du denn? Natürlich mit Fat Roll ausgewichen. So. Au, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, wer warst du? Also das Drakenblut-Großschwert, das Schild sah so ein bisschen Astora. Nee, das war ein Drachenschild, oder? Kommen die jetzt die ganze Zeit?
Oh. Muss ich mich beeilen, ehrlich? Oder muss ich einfach nur lange kämpfen? Mit eurem Drakenblut-Großschwert, ey. Kann ich mir ja gleich mal angucken. Die haben Blitzschaden. Geil, warum bin ich denn jetzt an dem gestorben? Wie blöd bin ich denn eigentlich? Oh, ich glaube, ich laufe einfach mal weiter und guck mal, was man hier machen kann. Vielleicht muss ich irgendwo das Ritual einfach schnell machen. Och, warum bin ich denn jetzt an dem gestorben? Der war so einfach, so billig. Oh. Irgendwie bin ich heute nicht ganz so gut drauf, habe ich das Gefühl. Ich habe auch eins von diesen... Sicheln habe ich, glaube ich, auch eine gefunden. Schlangenmensch Handbeil. Ein Handbeil der Schlangenmenschen, die den Erzdrachengipfel bewachen. Es hat eine besondere tiefgebogene Klinge, um die Schilde umgehen kann. Und dann das Drakenblutschwert. Drakenblut Großschwert. Das Großschwert eines Ritterordens, der das Drachenblut verehrte und in dessen Klinge Symbole des Drachenbluts eingraviert sind. Es verursacht Magie und Blitzschaden. Ich versuche mal gerade einfach weiter zu rennen. Um mal zu gucken, was dann passiert. Es beschwören natürlich trotzdem welche. Der da oben beschwört, oder? Der Wichser ist das hier, oder? Der die ganze Zeit beschwört. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist der Typ jetzt noch da unten? Ist er mir gefolgt? Ach, da läuft er, glaube ich. So, ich vermute mal, jetzt werden keine neuen beschworen. Aber sicher sein kann ich mir da auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich wäre es gerne, aber ich bin es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Item. Eine Titanitschuppe, da schläft irgendwas oder wacht schon irgendwas. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Typen und gucke jetzt, ob jetzt keiner mehr kommt. Ach, guck mal, da ist er ja. Bist du der Typ von unten? Ach, komm schon, geh mir nicht so auf den Sack, Junge. Diesmal nehme ich auch Estes. Alter! Ein bisschen mehr aufpassen. Ja, das ist ein Angriff, den ich gut kontern kann. Da sind sie schneller als ich. Da sollte ich eigentlich nochmal ausweichen, ganz ehrlich. Oh, die haben ordentlich Poise. Die sind gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. So, mal gucken, ob jetzt wieder einer zurückkommt. Seele eines entmutigten Ritters. Muss ich mich jetzt zu einem von euch hier setzen eigentlich, ist die große Preisfrage. Ihr seht alle ziemlich tot aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da unten hinsetzen muss. Ich komme von beiden Seiten, das war so klar. Okay. Alles noch nicht ganz so gelungen. So, jetzt können wir ja gucken, ob wieder einer hervorkommt. Nee, tatsächlich, das war der Typ da oben. So, kann ich jetzt hier ein Ritual abhalten? Was ist, wenn ich mich jetzt hier hinsetze? Na gut, der sieht ziemlich tot aus, der Drache. Ach, guck mal, Ring des Unheils. Ist das nicht der Ring von Kalamit gewesen? Kann man das bei jeder Gruppe machen? Erhält doppelten Schaden. Ein Ring, verzaubert von dem orangefarbenen Auge eines unheilvollen Drachen, verdoppelt den von seinem Träger erlittenen Schaden. Dieser Ring verfügt über keine nützlichen Kräfte und dient nur als Symbol der Drachenverehrung. Ein Gegenstand weitergegeben von den eifrigsten Anhängern. Einige von ihnen sind davon überzeugt, dass dies ihnen als heilige Pflicht auferlegt wurde. Und was ist, wenn ich mich zu euch setze? Gebt ihr mir dann auch irgendwas? Na, ihr seid ziemlich tot. Ich glaube, die geben mir nichts. Ich frage mich bloß, ob es hier noch mehr gibt, wenn ich mich hier nochmal hinsetze. Ich probiere es mal. Ich meine, das hat jetzt einmal geklappt, da kann es ja auch nochmal klappen.
Ich dachte schon, der Typ kommt jetzt. Nee, ich glaube noch, was gibt's hier nicht. Wirklich sinnvoll war der Ring jetzt auch nicht, um eins ehrlich zu sein. Na gut, so, dann ist die Frage, wie erkunden wir den ganzen Spaß jetzt? Wir gucken erstmal oben rum. Da gibt's ja auch so viele Wege. Alter, da gibt's viel zu viele Wege. Ich weiß gar nicht, also ich würde mich erstmal gerne hier auf der Ebene ein bisschen umgucken. Und schauen, was sich hier noch so ergibt. Also, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. Da war dieses eine Vieh noch in der Ecke. Das müsste ich noch bekämpfen gleich. Das ist wahrscheinlich auch das, was hier so diese hässlichen Geräusche macht. Ich bin nur noch von einem... Oh, guck mal, ein Fahrstuhl. Ist das ein Shortcut? Wobei ich jetzt nicht wüsste, ob das ein wirklich guter Shortcut wäre, weil ich dann wieder durch irgendwelche Gegner muss. Jupp, das ist der Shortcut, aber ich merke gerade, ich habe da ein Item vergessen. Heimatknochen, na gut. Jetzt nicht so geil, aber okay. Und wieder hoch. Wahrscheinlich kann man hier irgendwo... Entweder man kann da noch runter, ansonsten ergibt der Fahrstuhl nämlich keinerlei Sinn, muss ich sagen. Irgendjemand ist gestorben, sehr gut. Man kann hier scheinbar auch nirgends abspringen. Ich vermute mal fast, man muss den Fahrstuhl... Ne, obwohl, vorher habe ich ja gesehen, was da war, oder? Keine Ahnung. Gut, ich würde ganz gerne nochmal dahin, wo die beiden Typen mich gerade überrascht haben. Da lag doch auch noch ein Item rum, meine ich, oder? Oder war das auf der unteren Ebene? Das war auf jeden Fall nicht hier, so viel weiß ich. So, hier müssen wir erstmal öffnen. Sieht fast nach dem nächsten Bosskampf aus. Was haben wir da? Eine Glocke? Muss ich mich da auch vor niederknien? Ich probiere es mal aus. Ah ne, das ist eher so ein Weihrauchding, oder? Scheint irgendwie nichts zu bringen. Vorsicht vor links, okay. Ich weiß aber nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ich weiß... Ach, guck mal, da ist noch so ein Teil. Aber mit denen kann man echt gar nichts machen. Warte mal, hier war es irgendwo. Hier sind die beiden Typen nämlich. Da war nämlich auch noch ein Item, oder? Ja. Titanitschuppe, sehr gut. Und ansonsten ist hier nur ordentlich Aussicht. Okay. Wollen wir dann erst unten anfangen? Uns umzusehen. Ich will jetzt erstmal gucken, was das für ein Vieh ist, was hier irgendwo die ganze Zeit schnauft. Ich meine, ich sehe es ja schon. Was genau bist du? Irgendein Steinlizard. Der Feuer speien kann, sehr gut. Hier wäre jetzt Blitz auf der Waffe nicht schlecht, denke ich. Natürlich. Daneben. Bleib anvisiert, Junge. Ist das so eine Lizard-Echse, die normalerweise irgendwelche Teile geben? Irgendwelche Funkeltitanite oder sowas? Noch eine Titanitschuppe. Ich könnte mal echt wieder Bosswaffen verstärken, hä? Okay, jetzt klingelt hier eine Glocke. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Was ist denn das? Warum klingelt denn die Glocke? Ist das wie bei den Gargoyles, wenn jemand Neues kommt in die Welt, dann klingelt die Glocke? Oder ist das jetzt nur wegen mir? Ist die große Frage. So, von da links kam ich. Da bin ich gerade zurückgekommen. Was haben wir denn hier? Einen fetten Typen. Achso, Moment, das ist das Boss-Areal. Jetzt kann ich bloß hier lang. Okay. Das heißt, da brauche ich mich auch nicht großartig weiter umsehen. Na gut. Dann ist ja eigentlich nur noch hier sinnvoll, oder? Ich glaube, irgendwo gab es noch einen Weg, aber den habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
Das war gerade super hell. Ja, was mit den Dingern auf sich hat, keine Ahnung. Ob die Typen hier nur gerne rumstehen oder ob das Zeug noch irgendeine tiefere Bedeutung hat. So, zwei Typen mit Schilden, das kann ja ein Spaß werden. Na komm. Da kommt doch bestimmt noch einer von links. Na komm. Vielleicht meinte die Nachricht auch das mit links. Mit Vorsicht vor links, dass hier links immer mal welche stehen. Und zack. Große Titanitscherbe. Ach, warte mal, ist das, was ich gerade gefunden habe, immer eine Titanitschuppe oder eine Scholle geworden gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Ach, gucke, da sind die. Und zack. Ich nehme zwar immer ein bisschen Schaden, oder, aber ist jetzt auch nicht so wild. Oh, guck mal, das ist ein One-Hit sogar. Haufen große Titanitscherben, ey. Blutung, was kommt jetzt denn? Ah, da. Oh, da hinten kommt noch einer. Das ist schlecht. Erstmal den kleinen. Und jetzt dich, mein Freund. Sehr gut. Jetzt komme ich mit denen plötzlich wieder klar. Aber nur das eine Mal, wo es wichtig war, natürlich nicht, ne? Mhm. Too much. Viel zu viele Wege. Und was ist der Sinn von diesem Ort hier? Einfach damit man runterfallen kann? Hm. Na gut, von mir aus. Ach, da ist eine Leiter. Wollte schon sagen, irgendwas muss es doch hier noch geben. Sonst erschien mir dieser Weg ein bisschen sinnlos. Oh, guck mal, da sind fette Drachen. Ich weiß gar nicht, will ich dann erst unten lang oder erstmal hier oben bleiben? Ich glaube, jetzt bin ich hier, wo ich hinter dem Tor bin. Ich gucke mich bloß ganz kurz erstmal unten um. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es da oben weitergeht. Deswegen erstmal optionalen Weg. Da ist keine Leiter, das sah nur kurz so aus. Wackelt diese Brücke wieder? Nee, diesmal ausnahmsweise nicht. Okay. Nein, bleib stehen, du blödes Vieh. Ach, geil. Sie stürzen sich mal wieder. Ach, stimmt, man kriegt die ja jetzt trotzdem. So. Titanitschuppe, das ist nicht Scholle, okay. Wollte schon sagen, sonst hätte ich schon viele Schollen gefunden. Ich habe auf jeden Fall jetzt echt viel. Ich muss mal sagen, ich habe jetzt echt viele Schuppen. Ich könnte tatsächlich, ehrlich mal. Komm schon, komme ich da nicht hoch? Warte mal. Och Mann, wer hat denn diese Idee gehabt? Springen auf den... dass man... Yes! Okay, es hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Wahrscheinlich komme ich eh von oben dran. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein super Item. So, da waren wir gerade. Funkeltitanite haben wir nochmal gekriegt. Da ist wieder so eine Steinechse. Zwei von denen. Komm her. Oh, sie können rollen. Machen sie auch noch was anderes außer das? Scheinbar heute keinen Bock drauf, was anderes zu machen. Wohin hat er die ganze Zeit Feuer gemacht? Geil, danke für die Abvisierung. So, das ist ja nicht so schlimm. Das Feuer ist nun wirklich kein Problem. Oh, putz, putz, putz. Nein, hör auf damit, das ist scheiße. So, auf dem Boden mit dir. Auf dem Boden der Tatsachen, mein Freund.
Der kommt wahrscheinlich auch angerollt. Ich hab's so gewusst. Du rollst mich nicht um, Freundchen. Okay, ich dachte, er rollt wieder. Er rollt wieder. Wann sie stoppen, habe ich jetzt aber irgendwie nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Und tschüss. Sehr gut, wir kommen ja hier voran. Das muss man ja, kann man ja nicht anders sagen. Die Frage ist bloß, was finden wir hier? Ach du Scheiße. Natürlich! Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Was war denn das jetzt? Alter, das war ja so unfair einfach. Ich finde diese Drachenangriffe, die plötzlich aus dem Nichts kommen, sind super unfair. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter und gucken uns dann auch mal oben um. Bis dahin. Ciao.